Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Gothic 3. So, wir gehen mal wieder in die Stadt rein. Und bringen den Typen mal seine Goldschatulle wieder. Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. So, jetzt haben wir die nötigen Dinge, um uns eine Rüstung zu holen. Wie schon angekündigt, gibt es jetzt hier Speicherung. Für die Rebellen haben wir natürlich auch wieder was Gutes getan. Bei dem Dämonen, da muss ich jetzt noch mal gucken. Ich würde gerne als nächstes nach Gotha gehen und diese Stadt befreien, sage ich jetzt mal. Gespeichert haben wir ja. Zeig mir deine Ware. Gucken noch mal durch, ob man noch irgendwas verkaufen kann. Die Schaufel behalte ich aus dem Grund, falls ich Oh, den habe ich eigentlich schon einen Haufen verkauft. So, zeig mir deine Zeig mir deine Ware. Ware. Das kriegst du nicht, Moran. Das kriegst du nicht, Moran. Ich sitze. Du bist in Ordnung, Moran. Ja, es ist aber trotzdem noch. Die ist auf jeden Fall trotzdem noch besser. Da muss ich einen Ruf bei den Orks haben. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Na gut, wir können es ja auch mit der leichten testen, also von daher. Ich laufe jetzt einfach zu den Rebellen hier rüber und gucke, ob die mich angreifen. Okay, also kann ich die Rüstung schon mal tragen. Brauche nicht zu wechseln. Da hätte ich aber trotzdem noch mal was zum Testen. Das ist jetzt wirklich nur testweise hier. Weil sonst kommst du ja gar nicht weiter oder so. Ich hole mir jetzt mal eine Rüstung bei den Rebellen.
und reise nochmal nach Monterra. Zeig mir deine Ware. Hat hier nicht irgendeiner Rebellenrüstung? Zeig mir deine Ware. Hä? Erzähl mir mehr dazu, als wir die Ork. Was willst du? Wie läuft das? Du vor. Sobald. Das ist. Nicht. Erstens. Zweit. Wer nach. Verst. Wo kann. Waff. Sie können. Ah. Verste. Würdest du mich im Kampf. Hat hier nicht einer Rebellenrüstung? Zeig mir dann. Auch nicht. Zeig mir deine Ware. Er hier. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Okay, brauche ich 20%. Du bist in Ordnung. Also da ist es anscheinend egal, ich glaub, ich will das gar nicht hören, welche Rüstung ich trage. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Also wie gesagt, das ist jetzt nur zum Testen hier. Ich laufe jetzt mal. Na gut, die Städte sind jetzt auf meiner Seite. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt Richtung Treles laufe zum Beispiel. Da war ich noch gar nicht mit dieser Rebellenrüstung. Laufe ich jetzt nach Treles? Oder wir laufen mal in eine andere Stadt.
zu schwer. Okay. Also ist es vollkommen unabhängig, welche Rüstung ich trage. Okay. So, also es ist vollkommen unabhängig, welche Rüstung ich trage. Und da die Söldnerrüstung auf jeden Fall besser sind als alles andere. Zeig mir deine Ware. Meine gut, nichts geht über die Paladin-Rüstung, ja. Aber wir nehmen erstmal die hier. Inventar. Was hätte ich dir vorher sagen können? Ich denke darüber nach. Ist das dein Ernst? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Okay, da haben wir noch ein bisschen Ausdauer hinzugefügt. Das ist ja auch vollkommen egal. Entschuldigung für den Test jetzt, aber... Oh, ich schlachte jetzt nicht die Kühe ab hier. Ja, was soll's? Ja, den vierten Teil habe ich auch noch hier rumstehen. Also das heißt ja nicht, das ist ja nicht Gothic, beziehungsweise heißt nicht Gothic, aber gehört ja mit zur Reihe. Das ist ja ursprünglich vierter Teil, den habe ich auch noch hier rumstehen.
Also, wer sagt, ich habe die Teile sehr gerne gespielt. Deswegen mache ich auch davon jetzt gerade ein Let's Play. Auch wenn es ein bisschen verspätet ist oder sonst irgendwas. Aber was will man machen? Hey du, warum läufst du hier frei rum, Mora? Sprich oder ich zieh dir das Fell über die Ohren! Ein ehrenvoller Kampf wäre mir lieber. Du wirst mich nicht aufhalten. Ha! Das hat der andere Gefangene auch gesagt. Jetzt sitzt er in meiner Zelle und winselt um Gnade. Also hüte deine Zunge! Ihr Schwächlinge habt an diesem verfluchten Ort nichts verloren. Was machst du hier? Ich bin der Anführer dieses Vorpostens von Gotha. Und du wirst mich gefälligst mit Respekt behandeln, Schwächling. Vorposten? Was bewacht ihr hier? Gotha und ihre Burg der elenden Morra-Krieger, die sich selbst Paladine nannten. Einst so stolz sind sie nun zu ewigem Leben verdammt und wandeln durch die Überreste ihrer Bauten in Gotha. Ha! Was ist mit Gotha passiert? Du hast wirklich keine Ahnung, was hier los ist, oder? Gotha war die Hochburg der Paladine im Krieg. Wir hatten alles eingesetzt, doch konnten wir sie nicht besiegen. Sie hatten sich in ihrer Burg verschanzt wie die Zecken. Erst als wir Belial selbst zu Hilfe riefen, konnte ihrer Arroganz ein Ende bereitet werden. Der Dämon der Vernichtung fegte durch ihre Straßen und verdammte sie alle zu lebenden Toten. Wenn ein Dämon die Stadt regiert, warum bewacht er sie dann? Das ist für dein kleines Spatzenhirn wohl zu schwer zu erraten, was? Wir sind hier, um die Macht des Dämons einzudämmen. Xardas, der Träger der Macht Belias, hat es uns aufgetragen. Was glaubst du, was passiert, wenn die Bestie über das Land fegt, hä? Was hat der Gefangene verbrochen? Der Mann ist ein Rebell. Er wird bei passender Gelegenheit, wenn viele Morras zusehen, hingerichtet. Was weißt du über Xardas? Selbst hier kann ich seine Macht spüren, obwohl er weit weg ist. Und wo genau hält er sich auf? Er hat einen Turm errichtet, an den eisigen Hängen des östlichen Gebirges. Das ist meine Meinung dazu. Ja, der Gefangene, ja. Dann wollen wir mal rausholen, würde ich sagen, ne? Ich zeig dir jetzt mal, wer hier der Schwächling ist. So, tust du das? Na warte, es wird nicht lange dauern und du liegst im Dreck, Mora. Niemand besiegt mich, Mora. Da! Da! Ah! 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 Ah!
Du diebischer kleiner Murrer! Ich mach dich fertig! Dem hast du... Sterb! Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Das sollte jetzt gerade nicht so laufen. Ich wollte den eigentlich jetzt nur befreien und mitnehmen. Aber es geht schon besser mit dieser Rüstung, auf jeden Fall. Ist das dein Ernst? Zeig mir deine... Du bist in Ordnung, Mora. Ja, die hat ja jetzt 10 mehr Verteidigung. Dann wollten wir noch den anlegen hier. Hey du, sprich! Du wirst mir... Was mach... Ich... Vorposten? Was ist... Wenn ein... Was hat... Der... Wir werden es ja sehen. Was war... Ich zeig dir jetzt mal, wer hier der... So, so... Niemand besiegt mich, Mora. Da bist du ja endlich. Ach. Gewonnen. Was willst du noch? Lass den Gefangenen frei.
Warum sollte ich das tun? Wie viel muss ich dir zahlen, damit du den Gefangenen freilässt? Du bist wohl nicht ganz gescheit, Mora. Meinst du, ich sei derart bestechlich, hä? Es müsste schon eine ganze Menge Gold sein, damit ich mich von meinen Prinzipien verabschiede. Wie viel? Ha! Mehr als du dir leisten kannst. 2000 Goldmünzen. Hier, nimm das Gold. Lass den Gefangenen frei. Du gibst mir so viel Gold für einen schmierigen Rebellen, Mora? Na schön. Nimm ihn mit. Aber dann will ich euch beide hier nicht mehr sehen. Ist das klar? Zeig mir deine Ware. Gorn, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich habe versucht, den Teleportstein zur Hauptstadt Vengard in Gotha zu finden. Der Laden da oben ist aber leider völlig mit Skeletten und Zombies verseucht. Sie werden von einem ziemlich üblen Dämon angeführt. Naja, und als wir vor den Unholden geflohen sind, haben mich die Orks erwischt. Der Rest der Rebellentruppe ist draufgegangen. Was willst du mit einem Teleportstein? Die Rebellen von Okara wollen zur Burg des Königs. In Gotha soll es einen Teleportstein zur Hauptstadt geben. Du arbeitest für die Rebellen? Unser Freund Lee hat noch eine Rechnung offen mit dem König, wie du weißt. Er schickte mich los, einen Weg zum König zu finden. Die Rebellen in Okara schienen mir die beste Anlaufstelle für diesen Auftrag zu sein. Seit wann machen dir Untote Angst? Gotha ist ein Ort der Hölle. Wenn dich dieser Dämon angreift, dann wirst auch du zittern, glaub mir. Wo ist Lee jetzt? Der rennt irgendwo in der Eiswüste von Nordmar herum und kloppt sich mit den Orks. Warum greifst du eine Stadt an, wenn du weißt, dass ein solcher Dämon dort haust? Die Rebellen haben mir dieses göttliche Artefakt gegeben, verstehst du? Irgendein Idiot hat mir weisgemacht, dass es unbesiegbar macht. Vergiss es. Der Dämon war trotzdem noch zu stark für mich. Wo ist das göttliche Artefakt jetzt? Ach, ich habe es im Kampf mit dem Dämon in Gotha fallen lassen. Dieses Scheusal muss das Artefakt an sich genommen haben. Du bist jetzt wieder frei. Danke, Mann. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Lass uns diesen Dämon von Gotha töten. Ich bin nicht wirklich scharf drauf, wieder da reinzugehen. Aber was soll's? Wer will schon ewig leben? Auf nach Gotha. Alles klar. Komm mit, ich kenne den Weg. So, wir sind zu zweit. Das heißt, wir speichern mal kurz. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir den Dämon von Gotha platt. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.